Der Counter läuft für das Spiel der Dynamos heute Abend. 20.15 Uhr spielt die SGD gegen Eintracht Frankfurt. Und natürlich ist das ein Highlight in dieser Zweitligasaison für die Schwarz-Gelben, für die Mannschaft von Trainer Ralf Lohse, die sich in den letzten Tagen intensiv auf dieses Highlight vorbereitet hat. Das Stadion natürlich ausverkauft. 29.000 Zuschauer werden mit dabei sein, wenn es gegen den Krösus der zweiten Liga geht. Die Mannschaft mit dem höchsten Etat. Bislang 4 Siege, 4 Unentschieden von Eintracht Frankfurt stehen auf dem Konto. Wir hören mal rein, was Marcel Heller zu diesem Spiel sagt. Wir haben mit ihm vor dieser Partie gesprochen. Marcel Heller deswegen natürlich, weil er 4,5 Jahre bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag stand. Und der ist natürlich top motiviert, richtig heiß auf das Spiel gegen seinen Ex-Verein. Marcel, der Countdown läuft für das Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Und Eintracht Frankfurt, ich glaube, da werden die Augen ganz groß. Es ist dein Ex-Verein und es ist ein besonderer Abend für dich, ganz speziell, oder? Ja klar, ich war eine lange Zeit in Frankfurt, habe gute und schlechte Zeiten erlebt dort und jetzt spiele ich hier im eigenen Stadion gegen Eintracht Frankfurt, Ex-Verein, wie gesagt, und was gibt Schöneres als ein Fußballer gegen seinen alten Verein zu spielen, vor eigenem Publikum, vor so super Zuschauern. Beide Vereine haben sehr gute Fangruppierungen von der Lautstärke her, das wird morgen ein Kräftemessen, denke ich, auch wenn wir hier in Überzahl sind und ich denke mal, dass wir lauter sein werden. Frankfurt wird auch nicht gerade leise sein und für mich gibt es eigentlich nichts Schöneres, als morgen gegen Frankfurt zu spielen. Was willst du denn morgen zeigen, speziell den Frankfurtern, die, wie du ja gesagt hast, dich so ein bisschen weggeschickt haben? Ja, so kann man sagen. Ich habe nach meiner Verletzung kaum noch gespielt und natürlich sagt man sich dann auch, es ist besser, wenn der Junge irgendwo anders hingeht und mehr spielt. Das habe ich dann am Ende auch gemacht. Bin nach Dresden gekommen, bin auch glücklich hier. Und natürlich will ich allen beweisen, dass ich Fußball spielen kann und dass es sozusagen unfair war, einfach zu sagen, Junge, geh weg. Und das hoffe ich, dass ich das morgen zeigen kann, dass wir ein sehr gutes Spiel machen werden und somit dann auch mich beweisen kann. Es wäre ein guter Zeitpunkt für dein erstes Zweitligator mit Dynamo. Ja, klar. Ich habe natürlich schon 2, 3 Tore hätte haben müssen. Ich bin auch selbst enttäuscht über die Sachen und ich bin auch noch nicht richtig in meinem Spiel drin. Ich denke mal, ich kann noch um einiges besser spielen, als wie ich es jetzt bisher gezeigt habe. Und natürlich hoffe ich, dass es so schnell wie möglich kommt und natürlich gegen Frankfurt wäre es noch schöner morgen und wenn ich da ein Tor machen würde, wäre natürlich für mich das Allergrößte. Die Mannschaft hat sich verändert, die Frankfurter Mannschaft, aber konntest du deinen Teamkollegen ein bisschen was mitteilen, welche Stärken, welche Schwächen Eintracht Frankfurt hat? Ja klar, wir wissen, dass sie in der Offensive stark besetzt sind, sehr stark sogar, wenn man auf die Bank guckt, da ist noch Hofer am Sitzen, Gekas am Sitzen, letzte Woche noch Friend am Sitzen und das ist schon eine Erstligatruppe in der Offensive auf jeden Fall und in der Defensive, denke ich mal, da haben sie gerade in der Innenverteidigung noch Abstimmungsprobleme mit Andersson und Schildenfeld, die passen noch nicht so gut zueinander, weil beide neu sind und da muss man durch schnelle Konter versuchen zuzustechen, zum Erfolg zu kommen und hinten aus einer Kompaktheit sicher zu stehen und wie gesagt, dadurch die Konter zu setzen. Wird es morgen Abend vor dem Spiel vielleicht nochmal eine spezielle Ansage von dir geben? Ja klar, werde ich die Jungs nochmal darauf hinweisen und sagen, was die Stärken, was die Schwächen sind. Ich denke mal, morgen werden noch 5, 6, 7 Spieler spielen, die letztes Jahr da waren und da kann ich schon zu jedem Einzelnen was sagen, weil ich alle sehr gut kenne durch die ganzen Jahre dort. Und werde die Jungs nochmal versuchen, darauf einzustimmen dann. Und dann auf dem Platz ist so und so alles ganz anders. Da muss jeder Gas geben, jeder kämpfen. Jeder Grashalm muss umgedreht werden morgen hier im eigenen Stadion mit der Unterstützung. Und dann kann man auch gegen Eintracht Frankfurt was holen, denke ich. Du standest 4,5 Jahre bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag. Aber in den letzten Wochen ruhte der Kontakt zwischen Dresden und Frankfurt, also zwischen dir und deinen Ex-Kollegen. Ja klar, ich bin jetzt hierher gekommen, mache hier mein Ding, die machen da ihr Ding. Normal hat man immer 1, 2 Leute, mit denen man noch sehr gut klarkommt, aber die sind mittlerweile auch nicht mehr dort am Spielen. Und ich denke mal, ich werde morgen die Jungs begrüßen natürlich, jeden Einzelnen, den ich kenne, aber der Kontakt war heute auch nicht so da, weil ich konzentriere mich hier auf meinen Fußball, habe dafür nicht die ganze Zeit, um da mit jedem Einzelnen über Fußball zu sprechen. Ich muss hier mein Ding durchziehen, ich muss hier meine Spielstärke zurückfinden und das ist mir wichtiger. Besteht die Gefahr, dass du zu motiviert bist, dass du zu viel vielleicht das Messer zwischen den Zähnen hast? Oder sagst du, nee, das kann ich schon ganz gut einschätzen? Ich kann es sehr gut einordnen, denke ich mal. Natürlich bin ich hochmotiviert, das ist mein alter Verein und natürlich will ich jedem beweisen, dass ich Fußball spielen kann und den Leuten auch zeigen, hier Leute, ich habe bei Frankfurt gespielt, jetzt bei Dresden, aber ich gebe alles gegen den Verein und will natürlich auch gewinnen gegen Frankfurt, das wäre für mich das Größte natürlich.
Und natürlich ist man vielleicht ein bisschen übermotiviert und versucht dann Dinge, die vielleicht unnötig sind, aber die versuche ich natürlich zu vermeiden. Aber werde natürlich mein Spiel durchziehen und eins gegen eins, was mein Spiel ist, versuchen, so oft es geht durchzubringen, um dann gefährlich vors Tor zu kommen. Morgen Abend, Montagabend, du hast garantiert eine Gänsehaut, wenn du dann morgen rauskommst gegen deinen Ex-Verein, wenn das Stadion hier ausverkauft ist, wenn der K-Block voll ist und es möglicherweise eine gute Choreo gibt. Das ist dann schon was Besonderes. Ja klar, die anderen Spiele waren auch schon was Besonderes für mich, weil das Publikum ist einfach fantastisch hier. Das hat man gesehen in den letzten Spielen auch auswärts. Und gerade morgen, montagsabends, Live-Spiel, ausverkauft. Frankfurt bringt viele Fans mit. Hier ist Dresden ist so und so lautstark. Und für einen Fußballer gibt es nichts Schöneres, als wie so ein Spiel morgen Abend, was auch noch live im Fernsehen übertragen wird. Also da kriegt man natürlich schon Gänsehaut, das ist ganz klar. Marcel, danke. Viel Erfolg. Danke. Also Marcel Heller ist top motiviert und wird voraussichtlich gegen seinen Ex-Verein von Beginn an spielen. Ansonsten wollte Trainer Ralf Lohse seine Aufstellung in der Pressekonferenz vor dem Spiel noch nicht lüften. Der Coach baut morgen einmal mehr auf Dynamos Heimstärke und vor allem da natürlich auf die Fans. Wir wissen schon in der dritten Liga, ich habe immer gesagt, ohne unsere Fans wäre diese riesen Aufholjacht und dann die Relegationsspiele auch zweimal zurückgekommen und dann das Ding umgebogen. Ans Pokalspiel haben wir auch noch alle präsent. Also wir wissen, dass wir zu Hause gewisse Qualitäten haben, dass vielleicht die Mannschaft einen Tick mehr an sich glaubt und dass der 12. Mann, auch wenn es mal nicht so läuft, hinter uns steht. Und ich glaube, das ist wichtig zu wissen. Und das ist schon ein Faustpfand, was uns freut, dass wir das haben. Um 20.15 Uhr wird FIFA-Schiedsrichter Wolfgang Stark die Partie anpfeifen und Radio Dresden wird natürlich live davon berichten.